Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem Let's Play Minecraft in der offiziellen Let's Play Welt, doch nun mit dem neuen wie nennt man es denn jetzt, nennen wir es einfach mal Einstellungen, denn wie ihr ja fleißig in dem letzten Video, das ich gemacht habe, in den letzten Vlog, habt ihr gesagt, dass ich das Ganze ein bisschen anders machen soll, und zwar eben so Tims Minecraft Adventures like und nicht mehr alles aufnehmen soll und zeigen soll, was ich so hab. Und aus diesem Grund habe ich das auch gemacht. Ich habe jetzt heute noch nicht viel gemacht, ich gerade eben ein bisschen angefangen. Eigentlich war ich jetzt gerade woanders unterwegs, aber das geht jetzt gerade nicht, das kann ich jetzt leider auch noch nicht erwähnen, weil ich noch nicht weiß, wann ich diese Folge hochlädt. Ja, ich war gerade, oder was heißt, ich war gerade, ich habe gerade angefangen, halt, wir können jetzt auch hier rausfahren. Wie schaut's aus? Passt gut. Hier seht ihr schon zwei Schächte gegraben. Und zwar führen diese Schächte runter bis zur Slimefarm. Wir können mal hier die Sicherheitsblockaden kurz wegbauen. Die gehen runter bis zur Slimefarm. Denn hier sollen dann später die Slimes erstmal hochkommen. Also das ist jetzt mal der direkteste Weg. Genau hier werden sie zwar nicht rauskommen. Ich schätze, dass sie... Ich weiß noch nicht genau. Vielleicht werde ich auch hier das komplett auffüllen. Hier so leicht. Und dann hier irgendwie noch so eine kleine... einen Bereich bauen, so eine kleine Hütte. Und da drin dann die Slimes töten lassen. Unten habe ich jetzt noch nicht weiter. Noch nicht recht viel weiter gemacht. Ups, nicht reinfallen. Können mal kurz runterschauen und seht ihr das? Sprinte, du Sack. Hui. Flatsch. Ich höre einen Slime. Irgendwo habe ich, glaube ich, gerade einen Slime gehört. Vielleicht aber auch nicht. Ne, anscheinend nicht. Auf alle Fälle, so sieht es momentan aus. Ja, hier ist gedudelt, das nervt hier gerade. Und hier geht es dann quasi hoch. Genau, hier ist es noch ein bisschen dunkler. Und what the fuck war das gerade? Hier habe ich dabei das Wasser aufgestaut und ich werde das Ganze jetzt so machen, denn die Slimes müssen ja sterben, also und ganz klein sein, bevor sie hochkommen können. Und deswegen mache ich das Ganze so, ich baue hier runter. Und sie können dann... Jetzt habe ich keine Leiter mehr. Und Holz habe ich auch keins mehr. Oh mein Gott, wie schlecht bin ich denn hier ausgerüstet. Beim Hochgraben habe ich übrigens das gefunden. Ein paar bisschen Kohle, ein bisschen Eisen und ein bisschen Lapis. Hier kommen dann Leitern hin. Und hier wird alles ausgegraben auch. Und alles mit Wasser voll gemacht. Bis hier runter auch sogar. Und dann fallen nämlich die ganzen kleinen Slimes hier in die unterste Schublade sozusagen rein und können dann hier hoch. Und alle anderen sterben quasi in den höheren Ebenen schon. So habe ich es auch vom Design in meiner Let's Show Welt gehabt. Das hat wunderbar funktioniert bis jetzt. Und das gleiche System hatte auch Doc M in seiner Slime-Farm. Und so, glaube ich, war das Ganze dann... Und ihr seht schon, Silk Touch, Efficiency, Unbreaking. So bekommen wir wenigstens unser Cleanstone wieder zurück. Das heißt, wir sparen uns sogar ein bisschen Kohle. Was ich ziemlich cool finde. So, dann haben wir das. Und jetzt müssen wir im Prinzip dann hier später Schilder drüber packen. Quasi auf dieser Ebene. Dann hier unten Wasser fließen lassen. Und dann hier oben drauf wieder Wasser. Quasi komplett. Hier alles Schilder, unten Wasser, oben Schilder. Oben Wasser. Denn dann sterben einmal die Großen, ertrinken. Die Mittleren ertrinken auch noch. Und die ganzen Kleinen, die fallen dann hier runter. Und das ist eben das Besondere. Soweit ich weiß, habe ich da noch hier so ein paar kleine Abzweige immer gemacht. Vielleicht so. Ja, genau, das könnte sogar sein. Jetzt komme ich hier nicht mal mehr hoch. machen wir doch das Ganze mal kurz so. Zack. Zack.
Dann setzen wir einen da unten hin. Schon mal kurz wieder hoch. So. Und dann seht ihr schon, hier kommen die ganzen, werden noch mal zusätzlich hergetrieben. Das Ganze machen wir noch zweimal, glaube ich. Das weiß ich gar nicht, muss man hier. Genau. Hier ist der richtige Platz. Oh, und da ist Redstone. Das ist natürlich auch sehr gut. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das dann hier funktioniert. Ich glaube nicht. Aber wenn wir eins haben, dann reicht es. Schauen wir erstmal, ob Lava drunter ist. Nee, aber Bedrock. Sehr gut. Haben wir wieder ein bisschen Redstone. Und wir verwenden jetzt hier nicht unseren guten Cleanstone, denn wir haben schließlich genug von dem Scheiß hier. Jetzt muss ich noch irgendwie rauskommen. So am besten. Genau. So, so sieht es dann aus. Überall, wo die Kleinen dann sind, die fallen dann hier eben nochmal zusätzlich rein und werden dann hier reingetrieben. Und hier ist dann die Leiter, die ich jetzt wie gesagt nicht gerade nicht da habe. Aber da können wir mal kurz ein bisschen tricksen. Und dann seht ihr, werden die hierher getrieben und steigen dann hoffentlich über die Leiter nach oben. So ist es geplant. Ob es so funktioniert, sehen wir gleich. Und ja, ich werde das jetzt mal soweit bauen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und willkommen zurück in Business. Ja, ich habe ein bisschen was jetzt schon gebaut hier. Einmal die linke Seite soweit fertig und die rechte Seite, ja, soweit, dass ich es hier euch nochmal erklären kann und nochmal zeigen kann. So wird es ungefähr am Ende ausschauen, jetzt ohne Wasser. Und wir füllen jetzt einfach mal das Ganze mit Wasser auf. Und dazu habe ich eigentlich keinen besonderen Trick. Wir füllen einfach das da alles mit Wasser. Genau. Und ihr seht schon, hier unten, hier hinten darf kein Wasser hin. Hier hinten darf kein Wasser hin. Und ich muss mal kurz Wiedergabe, Lautsprecher, okay. So, jetzt höre ich es auch auf meinem Headset. Trotzdem darf hier kein nix sein. Das heißt, wir bauen das da eben nochmal kurz um. Ich setze einfach mal Glas davor. So. Genauso wie hier dann. Wunderbar. Denn sonst würden ja die Slimes eventuell hier hochsteigen können und das wäre nicht so gut. So. Das lassen wir mal zum Eingang. So, also so sieht es am Ende aus. Und jetzt zeige ich euch mal grob, wie das ungefähr als Slime funktioniert. Du bist ein Slime, kommst hier runter. Und wenn du jetzt ein großer Slime bist, dann bleibst du hier irgendwo hängen. Und dann ertrinkst du. Bist du ein mittlerer Slime, bleibst du auch irgendwo hängen, ertrinkst du. Bist du ein kleiner Slime, fällst du durch, fällst in den Graben und steigst dann, kommst dann hier automatisch da nach hinten und auf die Leiter und dort steigst du dann nach oben. So sollte es zumindest sein. Ob es funktioniert, sehen wir dann, wenn sich der erste Slime traut, unser gewagtes Gebilde auszuprobieren. Wir bauen das Ganze jetzt hier auf der Seite nochmal mit euch zusammen. Also, was heißt, im Prinzip ist es ja schon fertig. Ich mache das hier jetzt trotzdem mal aus schönem Stein. Einfach nur, weil das jetzt hier ein bisschen ja, wertvoller oder beziehungsweise der Hauptteil ist. Vielleicht machen wir da noch sowas wie eine Basic-Station drumherum oder so. Das weiß ich noch nicht genau. Also wir füllen wieder die Kanäle hier vorne zu. Zack, zack. Die Leitern lassen wir jetzt mal kurz noch da. Dann hauen wir wieder einmal rundherum Schilder. Da auch, genau. Da. Da und da und da. Und da. Ich glaube es ja nicht. Ich habe genau richtig viele Schilder dabei. So. Jetzt müssen wir die Leitern abbauen. Und erstmal wieder ein Glas setzen. Und die nächste Leiter abbauen. Und wieder ein Glas setzen und so. Dann reißen wir dieses Zeug hier wieder ein. Und es wird wieder alles geflutet, wunderbar.
Und ja, jetzt müssten rein theoretisch, sobald hier Slimes gespawnt werden. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum das jetzt hier alles so hell ist und wir alles so sehen können, wenn wir aber dahinter gehen, dann alles wieder dunkel ist. Das liegt daran, dass wir eben hier bis zur Oberfläche durchgegraben haben und sobald nämlich Sonnenlicht nach unten kann, ist nämlich auch alles erleuchtet. Das ist das Besondere dran. So, also auf Easy sind wir. Allerdings noch nichts gespawnt, aber ich bin mir sicher, das wird noch. So, jetzt würden sie natürlich einfach nur hier rauf gehen. Doch wir müssen bauen da oben dann noch einen Zwischenbereich ein, wo sie dann alle auf eine Leiter umgeleitet werden und dann nach oben transportiert werden. Das mal jetzt oben. Ich bestimme einen Ort, wo wir dieses Zwischenlager bauen und baue da schon ein bisschen was und dann sehen wir uns da gleich wieder. Bis gleich. So, und willkommen zurück. Jetzt bin ich eben hier runtergekommen und jetzt habe ich gerade gesehen, dass sich hier ein Slime befindet. Allerdings ist der nicht am Sterben, soweit ich das sehen oder erahnen kann. Das heißt, soweit ich das dann beurteilen kann, müssen da wohl solide Blöcke her, also solide Wasserblöcke und keine Half, also nur so fließende. Aber das wäre normalerweise kein Problem, das dann zu ändern. Ich habe gerade eben oben den Zwischenboden gebaut, deswegen. Ich habe oben wieder zugemacht, deswegen ist es auch wieder jetzt so dunkel. Also nur falls ihr euch wundert, das ist der Grund. Und ihr seht schon, der stirbt nicht. Ah, und warum zum Henker habe ich Eisenschwert da hochgetan? Da der jetzt nicht am Sterben ist, machen wir das, probieren wir das gleich mal, ob es überhaupt geht mit Wasser. Wir schütten ihm einfach jetzt mal hier einen Eimer hin und da einen Eimer hin. Und dann sehen wir schon, was passiert. Ob das reicht oder nicht. Ja, ihr seht, er ist am Drownen. Das heißt, es müssen einfach nur volle Blöcke hin. Das ist das Einzige. Und das haben wir gleich. Und jetzt seht ihr die kleinen unten. Mit denen dürfte es normalerweise das Gleiche passieren. Wenn mich nicht alles täuscht. Wobei es momentan so aussieht, das könnten die da unten überleben, gell? Naja, jetzt ist einer gestorben. Glaube ich. Oder? Sieht man jetzt so schlecht hin. Ja. Und die anderen sterben auch, ja. Also es funktioniert. Und jetzt seht ihr schon, jetzt kommen die ganzen Slimes rauf. Ruff. Aber das wollen wir jetzt nicht. Ey, aufhören. Oh, oh, mein Computer ist schon wieder am Überhitzen. Na toll. Und als mal. Das Game ich gerade im Hintergrund ein Video am Rendern. Wenn ich dann noch Minecraft spiele und aufnehme und Internet offen habe und iTunes laufen habe, weil ich höre immer, wenn ich so quasi Aufnahme, Pause mache sozusagen, höre ich immer ja, Musik halt, weil sonst wäre es ein bisschen langweilig. So. Und ich bringe mir jetzt mal kurz um. Die anderen dürfen dann so raus irgendwie. So, auf alle Fälle machen wir hier mal solide Blöcke hin. Genau. Stirbst du erstmal? Ach, wo ist? Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Wenn ja, tut es mir leid. Ich muss ihn mal wieder aussaugen. Schon wieder ein bisschen zu viel Staub drin. So. Und du auch noch. Wunderbar. Und ihr seht, es funktioniert also. Ob wir jetzt hier, ob das jetzt schon reicht? Ne, ich glaube, wir müssen da noch einen hin. Hat sich irgendwie nichts getan. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass da schon ein voller Block ist. Wir können es mal noch probieren. Ups, nee, aufs Schild wollte ich gerne einsetzen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das Wasser hergenommen habe. Auf jeden Fall ist da jetzt ein solider Dingsens und das darf auf keinen Fall sein. So, jetzt stimmt's wieder. So, jetzt muss ich bloß noch hier rauskommen. Wieder einmal. So, und dann haben wir hier auch noch zwei. Ne, das war ein bisschen zu hoch. Hier und hier. Und das dürfte es normalerweise behoben haben. Warum ist es da so?
Soll da unten sein. Und jetzt ist schon wieder der Abbauglitch. Mann, der nervt. Dankeschön. So. Komm, lass mich darauf. Dankeschön, hör auf zu lecken. So schlimm ist es dann auch wieder nicht. Ja, ich glaube, das dürfte so reichen. Sehen tun wir es erst wieder, wenn wir einen neuen Slime haben. 13 Slime würde ich wieder. Ich zeige euch eben, ich glaube, ich baue das hier gleich mal zu hier. Weil dann können nämlich, falls wir in Zukunft Slimes haben, müssen die nämlich automatisch schon nach oben. Weil die dann schon nach oben getragen werden. Zu unserem Zwischenlager und von dem aus dann ganz nach oben. Das habe ich auch schon gebaut. So. Jetzt könnt ihr spawnen. Denn jetzt ist es normalerweise so weit, dass es quasi die Slimes nach oben tragen müsste. Schauen wir mal nach oben. Ah, das Verrendern ist jetzt bei, ja, ungefähr, ich müsste nachschauen, dann wüsste ich es genau, ich sage so ungefähr bei 52-53%. Ist ein bisschen längeres Video, halbe Stunde. Ah. Aber ich weiß nicht, ja, nee, das Video dürftet ihr noch nicht gesehen haben. Das heißt, ihr, ich rende jetzt gerade ein Video, das ihr aber erst nach dem hier seht, das ich jetzt gerade aufnehme. Wow, gell? So, hier sind wir rausgekommen. Hier kommt die Slimes dann raus normal. Und wahrscheinlich dann erstmal hier so her. Ja, wir brauchen dann noch ein Auffangbecken. Und es ist Nacht. Ich sollte vielleicht schlafen gehen. Und was macht die Kuh da? Also, Klitschikuh. Alter, sind da schon wieder viele Viecher drin. Aber das bringt uns jetzt alles nichts. Ich gehe kurz hoch und schlafe und muss die Aufnahme hier beenden. Das ist einfach zu laggy. Bis gleich. So, und da sind wir wieder, jetzt am Morgen, und auch bei mir ist ein Tag vergangen. Ich musste gestern noch was anderes aufnehmen und bin nicht mehr ganz fertig geworden mit dieser Folge, deswegen mache ich jetzt hier noch ein bisschen weiter mit dieser ersten Folge von Let's Play Minecraft in der Tim's Adventure, Minecraft Adventure Extended Edition. Ich habe mir gedacht, 17 Minuten ist doch ein bisschen zu kurz für die erste Folge. Denn die erste Folge sollte schon so nur 30 Minuten haben. Ja, wir sind letztens stehen geblieben, dass wir eben geschaut haben. Ich muss mal hier wieder kurz Sound umstellen. Wiedergabe. Standard, okay. Dass wir hier eben gerade an einem Enderman vorbeigesprungen sind, glaube ich. Ne, wir sind hier letztens stehen geblieben, wo die Slimes rauskamen. Oder kommen. Und ich werde jetzt erstmal die Spinne hier töten. Einfach nur so, weil sie böse ist. Seht ihr? Und wir ein Spinnenaugen brauchen. Und ich werde jetzt hier so einen kleinen, ja, vielleicht entweder noch eine unterirdische kleine Butze bauen. Oder hier oben dann. Und ja. Ich halte euch auf dem Laufenden. Jetzt wird erstmal Getreide geharvestet und geschaut, dass wir wieder ein bisschen Fleisch bekommen. Und ja. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis gleich. Oh yeah. So, und hallo bei, ja, einem neuen Clip. ja, ich bin hier gerade beim Nachsynchronisieren. Ja, wow, toll, oder? Gleich die erste Folge in dem neuen Layout und schon alles verkackt. Ja, ich weiß, tut mir leid. Aber ich hatte ja bei dem Clip gerade eben, mit dem, wo ich die ganzen Tiere gefüttert habe, habe ich, den Sound vom Mikrofon ausgemacht, aber vergessen wieder einzuschalten, und natürlich habe ich dann sämtliche Dateien somit aufgenommen. Ich versuche es aber jetzt hier so halbwegs gut und möglich nachzusynchronisieren, damit es halbwegs passt, was ich da aufgenommen habe. Also hier sehen wir gerade, dass ein paar neue Slimes gekommen sind, und wie ihr vielleicht merkt, sie sind nicht gestorben. Ich habe dann hier ein bisschen rumprobiert, und wie ihr dann gleich sehen werdet, wenn man hier nämlich drauf
Wasser, also volle Wasserquellen, ja, drüber schüttet, über die Slimes, sterben sie, wie man jetzt gleich hier dann sehen wird, weil wir hier noch den da drüber haben. Slime haben wir auf der anderen Seite auch gleich noch. So, und jetzt ist nur das Problem, wie ihr vielleicht schon bei dem mittleren Slime sehen könnt, der da jetzt oben ist. Er wird jetzt in die Mitte getrieben und das ist leider so weit weg, dass er nicht mehr runterfallen kann. Das ist auch ein Problem, das ich dann im Laufe dieser Aufnahme zwar dann noch behoben habe, allerdings gar nicht mal so einfach war. Wie ich das Ganze dann gemacht habe, werden wir natürlich jetzt dann im Laufe der Zeit sehen. Ich habe es jetzt natürlich ein bisschen verkackt und deswegen weiß ich schon, wie es sein wird und deswegen ist es ein bisschen schwierig, das jetzt hier so in der Third-Person-Perspektive sozusagen zu erzählen, denn ich meine, momentan schaue ich mir selber zu, wie ich ein paar Schilder mache und wie toll ich das mache, ich muss schon sagen, also dafür habe ich in, ja, seht ihr, 6 Schilder, toll. Habe ich ja voll vergeigt, aber hier seht ihr wenigstens schon, dass die Slime-Farm hier eigentlich ganz gut funktioniert, wenn sie denn in diesem Bereich hier funktionieren würde. Hier habe ich dann gedacht, ja, Mai, tust halt ein paar Schilder drauf. Dann fließt das Wasser nicht mehr so weit zurück. Und somit fallen die Slime, wie wir hier eben gerade gesehen haben, wieder rein. Funktioniert alles wunderbar, wenn die Slimes nicht größer sind als mittlere Formen. Tja. Wie wir allerdings dann im nächsten Clip, glaube ich, sehen werden, oder im übernächsten, funktioniert das Ganze nicht bei großen Slimes. Ja, leider. Aber das werden wir auch gleich noch sehen. Jetzt hat schaue ich hier gerade noch ein paar Slimes an und ich glaube, jetzt zeige ich euch dann auch gleich noch, wo die ganzen Slimes momentan hinkommen. Aber ich glaube, das ist jetzt dann gleich ein neuer Clip, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, hier kaum oben angekommen, habe ich damals gesagt, springen wir schon die Slimes entgegen, denn momentan können sie noch einfach raus und deswegen sind auch hier so viele Slimes draußen, die einfach hier frei rumspringen, hüpfen, tollen, wie auch immer. Denn sie kommen alle hier raus. Und hier seht ihr schon die ganzen Slimes. Ein paar sind hier noch drin. Und da wollte ich dann die Leiter abbauen. Allerdings kamen dann auf einmal schon die ganzen Slimes daher. Und dann gab es wieder hier den Leiterbug, der mich so tierisch ankotzt. Und dann hier noch ein paar Slimes. Und dann bin ich noch ganz runtergegangen. Denn da ist... Erst noch den holen. Und da ist auch noch einer gestorben. Wollte sich wieder selbst ersaufen. Und hier, wenn einer runterfällt, ist auch nicht so gut. Da habe ich dann einfach mal beschlossen, ich baue das kurz mit Holz zu. Ja, genau, super Idee. Einfach kurz wieder ein bisschen Erde drüber getan. Auf das eine Holzteil, da können wir verzichten, würde ich mal sagen. Dann bin ich hier runtergegangen, denn ich hatte mir nochmal einen kleinen Zwischenboden sozusagen eingebaut. Wo die Slimes alle herkommen. Und hier seht ihr einen einzigen Slime nach unten. Und ja, der gerade jetzt hat eben nach oben gehen wollte, aber wir kommen ihm zuvor. Und hier seht ihr quasi den Zwischenboden, Zwischenauffangbehälter. Hier baue ich gerade dann nochmal rein für euch, damit ihr sehen könnt, wie das denn hier so aufgebaut ist. Und außerdem habe ich dann, glaube ich, noch eine Tür davor gesetzt. Falls wir mal in ferner Zukunft hier mal irgendwie was ändern müssen oder so, haben wir hier quasi dann gleich einen Eingangsbereich sozusagen. Hier sieht man quasi die beiden Schächte, wo die Slimes hochkommen von unten. Hier und hier. Und die werden hier eben zusammengetrieben und treiben dann auf die Leiter und von der Leiter geht es dann ab nach oben. Halt auf einer Spur. Weil sonst müssten wir quasi oben zwei Leitern haben und das wäre ein bisschen nervig, weil man dann eben ja, doppelt so viel Platz braucht, könnte man sagen. Genau. Dann bauen wir hier gerade eben noch Tür, wie ihr sehen könnt. Dann reißen wir hier das Glas ab und einen Stein davor. Ich habe das einfach nochmal so mit Glas gecovert, damit man es halt durchschauen kann und damit das bisschen besser passt hier. Genau, dann geht es wieder ab nach oben und was ich euch jetzt zeige, weiß ich gleich gar nicht mehr. Ist schon wieder im Prinzip so lange her, mit Sicherheit eine Stunde oder eineinhalb. Und von dem her kann ich mich da kaum dran erinnern. Ja. Jetzt bin ich selbst gespannt auf den nächsten Clip. Ja, da ist er schon wieder. Ah ja, genau. Da habe ich dann, glaube ich, erklärt, dass ich jetzt quasi hier das Haus bauen will, für wo dann die ganzen Slimes getötet werden.
Und da habe ich dann gesagt, eben, dass ich das hier so bauen werde, im Wasser. Und zwar so eine Unterwasser-Basic-Hausstation aus Glas, Sandstein. Und ja, hier habe ich schon ein bisschen Sandstein und Glas bereitgestellt. Und ja, das werde ich da, habe ich dann eben gebaut oder zumindest angefangen. Und der nächste Clip wird dann, glaube ich, zwar das nicht mehr zeigen, aber auf alle Fälle noch einen kleinen Teil davon. Und hier habe ich, glaube ich, erzählt, warum so wenig Schweine da sind, weil ich nämlich vorher ein paar geschlachtet habe. Ich glaube, 50 Fleisch oder so habe ich dadurch bekommen. Und ja, zwischendurch habe ich dann mal beschlossen, ich brauche eine neue Schaufel. Und dann war ich voll der Meinung, wir müssen unbedingt eine Diamantschaufel nehmen und die mit 7 Levels entschärfen. Ja, ich weiß, es ist wirklich wow, toll. Vor allem, wenn man überlegt, was ich dabei rausbekommen habe. Ich sag's lieber nicht, weil, naja. Also eigentlich ist das schrecklich, weil ihr wisst doch, dass wir noch eine Diamantschaufel oben haben. Und die Schaufel, die wir da oben haben, hatten wir, glaube ich, mit Level 1 enchanted, wenn mich nicht alles täuscht. Und diese Schaufel wird Level 7. Und was bekommen wir raus? Wow, toll. Nämlich genau das selbe. Da habe ich eigentlich wirklich richtig Mann geflucht. Aber jetzt im Nachhinein kann man das natürlich schlecht wieder nachbauen. Vor allem, weil ich weiß halt wirklich nicht mehr, wie ich da irgendwie. Vor allem, ich soll, aber wie sollen jetzt hier den Überraschten spielen? Ich weiß es ja, dass es scheiße war. Na gut, aber ich glaube, ich habe da trotzdem weitergebaut und jetzt kommt gleich ein neuer Clip. Genau, und hier sind wir bei den ganzen Slimes, die sich hier schon übereinander stacken und Probleme ergeben, weil sie nicht vorwärts kommen, sondern immer nur rumglitschen. Ja, das ist das Problem, eben wie gesagt, dass hier nur mittlere rein können, aber eben keine großen. Und da habe ich dann erklärt, dass ich das Ganze eben kurz selber mal überlegen werde, wie ich das am besten machen werde, und zwar auf dieser Seite hier, und dann mit euch das kurz quasi besprechen. Davor bräuchte ich erstmal einen Platz. Ich habe eindeutig zu viel Zeug in meiner Ender Chest. Ich muss da ein bisschen Speed Potions rausholen. Ich finde schade, dass man nicht zwei nebeneinander stellen kann und dann eine, ja, Double Chest hat. Hier habe ich gerade wieder mein Headset quasi aus Lautsprecher quasi angeschaltet und sofort ist wieder der restliche Sound weg, merke ich gerade. Was auch nicht gerade Sinn sein sollte. Und jetzt, glaube ich, habe ich dann wieder einen neuen Clip angefangen. Genau, weil jetzt ist nochmal ein großes Slime hinzugekommen. Und jetzt bin ich wieder auf dem normalen Sound und jetzt habe ich wieder Sound da. Ich glaube, ich muss das immer davor einstellen. Somit ist es schon mal gut zu wissen. Hier habe ich das Ganze quasi geändert. Jetzt ist es quasi sechs Blöcke lang, das Pfeilfeld. Und es sind jetzt halt, die haben jetzt mehr Platz reinzufallen. Inzwischen habe ich es nochmal geändert, off-Camera aber. Das heißt, das seht ihr nicht mehr in dieser Folge, aber dann beim nächsten Mal werde ich es euch nochmal zeigen. Ich habe nämlich das hintere nochmal auf zwei Blöcke reduziert und vorne dafür nochmal auf einen Block mehr, wo es reingetrieben wird. Und auf der Seite dann genauso. Denn ja, ich hoffe einfach mal, dass es so dann besser geht. Hier habe ich dann die Slimes alle töten lassen, sterben lassen, durchs Wasser. War gar nicht so leicht, weil sie eben so rumgeglitscht sind. Man konnte die, den ersten konnte man zwar noch gut hauen, den zweiten glaube ich auch noch, aber den dritten und vierten, da gab es irgendwie Probleme. Da habe ich dann wieder Wasser drüber getan, damit sie wieder ersaufen können. Und da habe ich dann wieder gemerkt, dass das Sound vielleicht doch ein bisschen laut ist. So, genau. Da stirbt er. Und da wollte ich dann eigentlich nachhelfen, aber wie ihr seht, ging da nicht recht was vorwärts. Der ist dann hinterhergefallen, hat dann gepasst. Und dann waren die anderen noch da. Die fetten Slimes, ey. Die sind echt riesig. Und da wollte er mich sogar töten. Er hat es zumindest probiert. Allerdings nicht geschafft. So, da ist der nächste wieder gestorben. Und da lassen ihn jetzt gerade die ganzen Kleinen nicht rein. Ich
Da habe ich ihn da mal kurz getroffen, glaube ich. Und er dann mich. Und da konnte ich ihn kein einziges Mal treffen. Weil mir gedacht, ja, dann lass es bleiben. Und bin dann hier wieder rausgegangen. Und Essen ist wichtig, Kinder. Und hier habe ich dann mir gedacht, ja, es sind aber ganz schön viele, die brauchen ganz schön lang zu sterben. Und dann habe ich sie quasi wieder so umbringen wollen. Und der große Slime wollte wieder nicht rein. Aber da hilft alles nichts. Jeder muss dran, jeder muss sterben. Und ja, sobald die dann hier fertig waren, habe ich das Wasser hier dann gleich mal gestoppt. Nicht, dass neue Slimes kommen, wobei ich mir jetzt gerade überlege, wenn jetzt nämlich einer gekommen wäre, der hätte auch einfach drüber springen können. Dann habe ich wirklich ganz toll und super designed gebaut. Aber es hat funktioniert. Ich habe das Ganze noch fertig bauen können, bevor ein neuer gekommen ist. So viel sei euch schon mal gesagt. So, hier wollte ich dann noch ein bisschen nachhelfen. Da habe ich dann noch gesagt, ich muss aufpassen, dass ich keine kleinen erwische. Sondern nur die großen. Zack, was mache ich? Erstmal einen kleinen umbringen. Immer toll. Aber. Nix aber, sondern so ist es. Hat auch nichts weiter gemacht. Bin runtergegangen, habe die Slimebälle geholt. Und da gehen jetzt die ganzen kleinen dahin. Und ich habe dann gesagt, ja, dann schauen wir erst nochmal schnell hoch, wo denn die ganzen Slimes jetzt hinkommen. Denn jetzt habe ich nämlich schon ein bisschen mit der Unterwasserhütte angefangen. Und die werden wir uns dann auch gleich nochmal anschauen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal unterbreche. Scheint aber nicht so. Habe ich das echt in einem durch aufgenommen? Finde ich ja Wahnsinn. Deswegen sind wir auf, was weiß ich, 36 Minuten oder so gekommen. Jetzt verstehe ich die ganze Sache natürlich auch. Aber hier habe ich dann eben schon angefangen mit dem kleinen Gang und mit dem Eingang. Und da seht ihr schon, da sind ein paar da. Ein paar kleine Slimes. Hier quasi kommen die ganzen Slimes hoch. Der Boden ist komplett aus Sandstein. So habe ich es zumindest vor. Die Wand auch ziemlich sandsteinmäßig halten. Und vielleicht jetzt quasi auf der rechten Seite, wo dann, oder jetzt links, das alles dann mit einer schönen großen Glasfront zu machen. Je nachdem, wie das dann sich mit dem Wasser ergibt, wenn ich möchte, wenn dann alles Wasser haben, bis nach unten. Da wo jetzt oben an der Decke die Erde ist, das wird auch die Decke sein dann. Das werde ich dann wahrscheinlich mit Glas machen. Wie genau, oder ob genau, weiß ich noch nicht. Vielleicht auch mit einem anderen Material, aber wahrscheinlich mit Glas. Und ja, ich werde es nach links und rechts noch wahrscheinlich so 5 Blöcke oder so ausweiten. Oder vielleicht auch mehr, wahrscheinlich mehr. Und ja, dann hier quasi die Slimes hochkommen lassen, droppen lassen, sterben lassen. Und dann haben wir hier unsere kleinen Slime-Farm-Junk Tötungs-Killungs-Haus, wie auch immer. Hier ist dann nochmal so ein kleiner Umswitch-Raum, wie wir eben unten gezeigt haben, der die Slimes dann nochmal weiter nach hinten transportiert. Aber das war eigentlich nichts Wichtiges, denn das habt ihr schon mal gesehen. Da bin ich jetzt wieder runter, warum auch immer, denn ich denke mal, dass ich dann gesagt habe, dass ich das jetzt hier fertig bauen werde und euch das dann gleich wieder zeigen werde. Ah, da ist noch einer drin. Ah ja, genau, das war der eine, der irgendwie nicht wollte oder verpackt war, was auch immer. Da ging auf alle Fälle dahin und dann hat es gepasst. Genau, und dann habe ich das, glaube ich, eben jetzt die Aufnahme wieder unterbrochen und das Ganze von da nach drüben quasi kopiert. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich glaube, das habe ich dann gar nicht mehr gezeigt. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee, genau. Ich glaube, ich habe jetzt schon gesagt, dass ich die Aufnahme beenden werde. So sieht's aus. Ich habe euch das gar nicht mehr gezeigt. Dafür seht ihr in der nächsten Aufnahme-Session dann quasi, wie es komplett fertig aussieht und hoffentlich funktioniert. Ja, ich hoffe, es hat euch trotz dieses Hälften der des Let's Plays total fail gefallen. Im Prinzip waren die Hälfte ja ein bisschen voll verkackt. Aber ich hoffe dennoch, es hat euch gefallen. Ich hoffe dennoch, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es hoffentlich nicht mehr so scheiße ist. Ja, mal schauen, was wir da so
machen können. Ich hoffe wieder so eine halbe Stunde und dann hoffentlich mit voller Aufnahme vor Ort und in-game. Ich verabschiede mich, denke ich, jetzt von euch für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich weiß gar nicht, wie lange es das noch dauert hier. Aber ja, ich bin raus. Wir sehen uns dann. Tschaußen.